Hallo und herzlich willkommen zu unserer Vortragsreihe Klimawandel und Klimaschutz der Scientists for Future Osnabrück. Dies ist heute der dritte Vortrag in diesem Wintersemester und er wird präsentiert von Frau Professorin Dr. Katrin Löhr von der Hochschule Osnabrück. Der Vortrag hat den Titel Nudging und Co. zur Klimarettung. Welches ist die Rolle der Verbraucher für die Politik? Wem der Begriff Nudging noch fremd ist, dem könnte man ihn vielleicht mit den folgenden Gesten darstellen. Zum Beispiel so oder so oder so, wie diese beiden Elefanten hier, wo der große Elefant den kleinen Elefanten etwas anstupst. Denn darum geht es, um ein sanftes Anstupsen in eine bevorzugte Richtung. Und in unserem Fall ist das ein klimafreundliches Verhalten. Warum will die Politik uns in eine bestimmte Richtung stupsen? Nun, weil wir als Verbraucher und Verbraucherinnen von Konsumgütern, von Ressourcen, Energie, Wasser und Dienstleistungen einen erheblichen Anteil am Klimawandel haben. Nur wenn wir uns gemeinsam in eine klimafreundliche und nachhaltige Richtung bewegen, kann auch die Politik ihre Zielvorgaben vom Pariser Abkommen erfüllen. Doch heiligt der Zweck die Mittel und ist Nudging überhaupt effektiv? Frau Professorin Löhr wird uns den Begriff des Nudgings und die verschiedenen Arten erklären und auch andere Methoden der verhaltensgesteuerten Politikgestaltung. Nun möchte ich Ihnen gerne Frau Professorin Löhr vorstellen. Sie hat ihren BA zwischen 1999 und 2002 in European Studies mit dem Schwerpunkt Politikwissenschaften an der Universität Osnabrück erworben. Dann hat sie ein Jahr ein Auslandsstudium an der Universität in Twente in Holland gemacht, im Zusammenspiel mit der Universität Münster im MA-Programm Europe Across Borders. Dann ist sie nach Osnabrück zurückgekehrt und hat ihren MA in European Studies wieder in Politikwissenschaften abgeschlossen. Schließlich hat sie promoviert von 2007 bis 2010 und ihren Dr. Rea Poll in Sozialwissenschaften an der Universität Osnabrück gemacht. Zwischen 2010 und 2019 hat sie verschiedene Stellen als wissenschaftliche Mitarbeiterin, Projektleiterin und Vertretungsprofessorin an verschiedenen Unis gemacht, zum Beispiel an der Fernuniversität Hagen oder auch an der Uni Osnabrück. Sie war auch international unterwegs, so war sie Fellow am American Institute for Contemporary German Studies der renommierten Johns Hopkins University in Washington. Sie hat auch in der Wirtschaft gearbeitet, so war sie ein Jahr Senior Associate in einem Beratungsunternehmen für Public Policy. Seit Juli diesen Jahres ist sie nun Professorin für Politikwissenschaft an der Hochschule Osnabrück in der Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Sie werden sich vielleicht gefragt haben, warum wir heute eine Stunde später anfangen, erst um 8 Uhr. Das ist, weil Frau Professorin Löhr noch einen anderen Termin hat und erst zur Fragerunde dann live bei uns sein wird. Daher haben wir in weiser Voraussicht ihren Vortrag schon vorher aufgezeichnet und spielen ihn jetzt ein. Nachher werden wir dann Frau Löhr hier in der Diskussionsrunde live bei uns haben. Und nun wünsche ich Ihnen einen spannenden Vortrag. Film ab. Guten Abend und herzlich willkommen in einer neuen Folge von Scientists for Future. Heute mit einem Vortrag zum Thema Nudging und Co. zur Klimarettung. Welche Rolle spielt der Verbraucher für die Politik? Vielen Dank für die Einladung und dass ich zu diesem Thema heute etwas vorstellen kann. Kennen Sie die noch? Eine Glühbirne mit Glühdraht. Die gibt es schon seit einigen Jahren nicht mehr. Die EU hat es verboten, diese Glühbirnen zu verkaufen und stattdessen gibt es jetzt die Energiesparlampen. Also die alte Glühbirne hat ausgedient und im Sinne der Energieeinsparmaßnahmen gibt es jetzt für den Verbraucher Energiesparlampen. Mittlerweile gibt es auch Energielabels für alle möglichen technischen Geräte, das kennen Sie bestimmt, die eben anzeigen sollen, wie viel Energie das Gerät verbraucht. Mittlerweile eine Überarbeitung, im nächsten Jahr kommt eine neue Skalierung dieser Energielabels und später gehen wir darauf nochmal ein, denn das hat auch etwas mit dem Thema heute zu tun. Nudging, Klima, Verbraucher, Politik, das sind alles Begriffe, die
in dem Titel des Vortrags vorkommen. Und ich will jetzt mal erstmal kurz diese einzelnen Begriffe vorstellen bzw. einordnen, in welchem Zusammenhang die hier mit dem heutigen Vortrag und dann auch der Diskussion stehen. Das erste ist natürlich der Begriff Nudging. Sie sehen diesen kleinen Elefanten, der dort angestupst wird, und das ist im Prinzip schon die Erklärung. Nudging heißt stupsen. Und es gibt ein Buch, aus dem das Ganze stammt, das heißt Nudge von Cass Sunstein und Richard Thaler. Und die beiden haben dieses Buch geschrieben, ein Ökonom und ein Jurist, mit der Idee, ein Konzept vorzustellen für die Verhaltenssteuerung. Und sie sagen, a nudge is any aspect of the choice architecture that alters people's behavior in a predictable way without forbidding any options significantly changing their economic incentive. Das heißt, das halten die auch immer wieder hoch, es soll nichts verboten werden und es gibt keine finanziellen Anreize. Das ist eine ziemlich breite Definition und ich werde Ihnen gleich zeigen, dass ich meine, dass das eher so eine Art Sammelbegriff ist und wir ein bisschen noch ein anderes Verständnis für diesen Komplex des Nudging brauchen. Es gibt auch andere, die haben sich Gedanken gemacht, was Nudges eigentlich sind, und hier gibt es einen Vorschlag. Nudges sind gezielte, also nicht zufällige Interventionen in die Entscheidungsarchitektur von Individuen. Also da ist dieser Begriff der Choice Architecture auch aufgenommen, die darauf ausgerichtet sind, menschliches Verhalten in einer vorhersagbaren Weise zu beeinflussen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant für Politik, für politische Akteure, gerade aktuell natürlich ganz besonders, aber wir diskutieren das hier jetzt im Zusammenhang mit der Klimapolitik. Und die EU hat sich schon vor vielen Jahren aufgemacht, hat ein Team zusammengestellt, was sich mit diesem ganzen neuen Komplex der verhaltenswissenschaftlich orientierten Politikgestaltung befasst. Und die unterscheidet und sagt, Behavioral Economics, Behavioral Insights und Nudging, das sind unterschiedliche Dinge, die sind nicht das Gleiche. Und als erstes können wir mal sagen, Behavioral Economics, genauso wie Behavioral Psychology, ist einfach eine wissenschaftliche Disziplin. Hier ein Zitat von Richard Thaler, der eben auch sagt, das ist eine Teildisziplin der Ökonomie und das Besondere dabei ist, dass sie versucht, möglichst realistische Annahmen darüber zu treffen, wie Menschen sich verhalten. Behavioral Insights ist dann der breitere Begriff und die EU selbst sagt, es ist das Resultat multidisziplinärer Forschung in verschiedenen Feldern, damit man besser versteht, wie Menschen sich verhalten. Und ich habe mit einem Kollegen da mir das mal angeschaut, was es alles gibt im Grunde weltweit in der Politik, in diesem Bereich von Politik, die versucht, Verhalten von Menschen erst einmal zu analysieren und dann Politik entsprechend zu gestalten. Und insofern kann man sagen, das ist multidisziplinär und auch also mit vielen Methoden ein Konzept, was versucht, eben neue Maßnahmen zu gestalten, Politik in einer neuen Weise zu gestalten. Und insofern ist es eigentlich sehr passend zu sagen, sind Behavioral Insights, die dann auf Politik einwirken. Der Begriff Nudging also, der ist irgendwie relativ breit und unspezifisch und unter diesem Dach der Nudges versammeln sich so ganze Vielfalt von verschiedenen Tools und Tricks, könnte man sagen. Und ein ganz bekannter Nudge sind die sogenannten Defaults. Das sind Voreinstellungen. Sie kennen das vielleicht vom Online-Shopping. Früher war mal eine Zeit lang, wenn man Reisen buchte, schon so ein Haken gesetzt, dass man eine Reiserücktrittsversicherung mit abschließt. Das hat aus verbraucherschutzrechtlichen Gründen die EU dann unterbunden. Aber diese Voreinstellungen sind eben in unserem ganzen Leben ständig vorhanden. Und man kann das sich mal ganz an einem ganz alltäglichen Beispiel klar machen, wenn Sie sich vornehmen, Sie fahren ins Büro und Sie nehmen sich vor, an dem Tag gesund zu essen und auch etwas Obst zu essen, dann könnte es sein, Sie sitzen da und jetzt müssen Sie sich das irgendwie organisieren. Sie haben also keine Voreinstellung dafür, dass Sie gesund essen können. Wenn Sie den Apfel in der Tasche haben, dann sind Sie schon ein ganzes Stück weiter. Dann ist der Weg dazu, dann tatsächlich die Pause mit dem Apfel zu gestalten, ziemlich kurz. Noch einfacher ist es, wenn Sie den Apfel zu Hause vielleicht schon aufgeschnitten haben und die Stückchen schon mundgerecht da sind. Das ist im Grunde der alte Trick, wie man Kindern irgendwie Obst mitgibt, schon in portionierter Weise. Das sind die sogenannten Defaults, die Voreinstellungen. Wir könnten jetzt eine ganz lange Liste machen mit ganz unterschiedlichen Nudges. Es gibt auch so etwas wie Disclosure, Offenlegung von Informationen. Dann das, was hier steht, soziale Normen, Selbstbindungsmechanismen kennt man auch in unterschiedlichen Bereichen, auch im Alltagsleben privat oder aber auch überhaupt die Aufmerksamkeit, Awareness, die überhaupt erstmal erzeugt.
Das ist aber keine abschließende Liste. Es gibt also sehr, sehr viele unterschiedliche sogenannte Nudges. Was wir sehen können, ist, dass es also einen irren Boom gab, nachdem hier 2008 dieses Buch veröffentlicht wurde und mittlerweile in den unterschiedlichsten Disziplinen beforscht wird, entweder einzelne Nudges oder auch ein Spektrum an Nudges in den unterschiedlichsten Politikfeldern, wie die dort wirken. Jetzt kommen wir zur Klimapolitik. Da gehe ich nicht sehr ausführlich drauf ein, denn das hat diese Reihe ja schon umfassend getan und viele haben Hintergründe dargestellt zur Klimapolitik. Und hier so ein Beispiel, wie sehr der Klimawandel näher rückt und tatsächlich auch das Alltagsleben der Menschen beeinflusst. Und das ist vielleicht spannend für die Diskussion hinterher zu fragen, wenn es um Politik mit dem Verbraucher geht, wie wichtig ist eigentlich die Spürbarkeit einer bestimmten Veränderung, wie jetzt in diesem Fall des Klimawandels, damit Politik überhaupt greifen kann. Denn was wir auch wissen, ist, dass es eine gewisse Übereinstimmung mit den politischen Zielen geben muss, damit überhaupt diese Maßnahmen wirksam werden. Kommen wir zum Verbraucher. Der ist ja ganz wichtig und in diesem Fall umfassend gedacht. Nicht nur als sozusagen der verletzliche Verbraucher, der geschützt werden soll, also wo es Verbraucherschutzmaßnahmen gibt für die unterschiedlichsten Bereiche, sondern der Verbraucher, der auch mit seinem Handeln natürlich Wirkung entfaltet, der durch Boykotte oder Beikotte natürlich auch einen Einfluss ausüben kann und natürlich durch das, was er in großer Zahl kauft, dann den Markt mit beeinflusst. Allerdings steht das natürlich im Wechselspiel zu dem, was die Unternehmen anbieten und insofern muss man da immer diese Zweiseitigkeit sehen und Politik ist einerseits mit dem Verbraucher direkt an den Verbraucher möglicherweise gerichtet, sie kann aber auch über die Regulierung von Produkten und Dienstleistungen laufen und adressiert dann zunächst einmal die Unternehmen. Politik also, hier war sie schon im Spiel, ist der entscheidende Faktor, wenn es um die Regulierung, also im weitesten Begriff des Wortes Regulierung, also um die Gestaltung von Märkten geht. Und das kann, wie ich gleich zeigen werde, von einem sehr starken Eingriff in den Markt bis zu einem relativ schwachen, weichen Impuls gehen. Was immer wichtig ist im Kopf zu haben, ist dieses Dreieck zwischen Staat, Markt und Gesellschaft, die immer in einer Wechselwirkung miteinander stehen. Und die Politik gestaltet eben den Markt, in dem Verbraucher und Unternehmen sich gegenüberstehen. Jetzt ist die Frage, welche Rolle spielt der Verbraucher für die Politik? Das kann ganz unterschiedliche Bereiche betreffen. Ich gehe nicht auf alle ein, die hier stehen. Es könnte ja auch um die Verbraucheraktivitäten gehen, Verbraucherorganisationen, verbraucherpolitische Akteure. Aber was hier interessant ist, ist eben die Adressierung des Verbrauchers in seinen alltäglichen Entscheidungen. Und das ist das, was wir als Politikwissenschaftler als Instrumente bezeichnen, also Instrumente der Politik. Und jetzt ist die Frage, wie verhaltenswissenschaftliche Expertise auf diese Instrumentengestaltung Einfluss nehmen kann. Aber wir gehen erstmal noch einen ganz kleinen Schritt zurück und fragen uns, was war denn sozusagen vorher? Man ist also auf der Suche nach Instrumenten, möglicherweise nach neuen Instrumenten, um Politik möglichst wirksam zu machen. Das, worüber ich nicht diskutiere, ist die Frage, ob die politischen Ziele richtig sind, sondern wir haben einmal in einem demokratischen Staat ein politisches Ziel vereinbart, das wollen wir anstreben und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir das? Und typischerweise haben wir so ein Portfolio von politischen Instrumenten, die reichen von einem großen Ausmaß an Zwang, wie Verboten und Geboten, bis hin zu recht weichen Instrumenten. Und ganz typisch für Verbote und Gebote sind natürlich ganz klare Regeln mit entsprechenden Sanktionen. Es gibt dann in der nächsten Stufe die sogenannten Anreizinstrumente. Das können ökonomische Anreize sein, sehr häufig eingesetzt, wie Steuern oder Subventionen. Das können aber auch soziale Anreize sein, wie Zugehörigkeit, Reputation. Dann haben wir den großen Bereich der Informationsinstrumente, auch mit einem relativ großen Spektrum, was das ist, was sich eigentlich hinter Information verbirgt. Und dann etwas, was, das wird in der Literatur unterschiedlich diskutiert, ob das Organisation, Kooperation heißt, welche Formen das annimmt. Ich gehe da jetzt nicht im Detail darauf ein, aber natürlich kann der Staat auch bestimmte Dinge organisieren und bereitstellen und damit tatsächlich zu einem bestimmten Verhalten anleiten. Erinnern Sie sich nochmal an die Glühlampe? Das war also dann die Abschaffung, die Nutzung eines wirklich autoritären Instruments, wenn man sagt, man verbietet ein bestimmtes Produkt oder man verbietet eine bestimmte Technologie in einem Produkt.
Hier also der, so, sowohl die Abschaffung als auch die Einsetzung eines neuen Produkts. Jetzt haben wir aber politisch eigentlich relativ hohe Barrieren oder eine große Zurückhaltung, da klammern wir die aktuelle Zeit mal aus, aber Verbote auszusprechen. Und deshalb ist das ganze Spektrum immer wieder interessant für politische Akteure und die Frage, wie viel Zwang übe ich eigentlich aus, wie stark greife ich eigentlich in das Leben der Bürger, der Verbraucherinnen ein. Da ist immer das Problem der Verhältnismäßigkeit, die sachgemäße Instrumentenwahl und Kombination ist also höchst kompliziert. Und gleichzeitig, wenn ich möchte, dass die Instrumente wirken, ist die Frage, wie schaffe ich das? Wie kommt es zu sogenannten Compliance, also dazu, dass diejenigen, die da adressiert sind, auch das tun, was intendiert ist? Und da könnte man sagen, es gibt so eine Blackbox. Wir wissen eigentlich gar nicht genau, wie die Adressaten so ticken. Dann kommt noch dazu, das thematisieren wir jetzt auch nicht ausführlicher, können wir vielleicht in der Diskussion darauf kommen, die Charakteristika des politischen Prozesses, die auch natürlich einen Einfluss auf die Instrumentenwahl haben. Wenn wir uns nochmal an das Portfolio der Instrumente erinnern, dann wissen wir, es kommt in der Realität meistens zu Kombinationen. Ganz klassisch zum Beispiel im Straßenverkehr eine klare Regel, aber natürlich die Informationen auf der Straße nochmal zusätzlich durch ein Schild, die dann kombiniert. Das ist also eine klassische Kombination. Das können wir uns jetzt für alle möglichen Bereiche vorstellen. Was immer dahinter steht, ist ein sehr rationaler Adressat. Also der das einsieht, der das versteht und der auch dann sofort umsetzt, was hier angezeigt ist. Und das kann auch die Information auf einem Produkt sein, der Hinweis, ein Schreiben, verschiedene Formen oder aber natürlich auch so etwas wie Steuern oder Subventionen. Das Problem, was wir dann aber feststellen, ist, es gibt halt große Implementationsdefizite oder auch mangelnde Effektivität von den Instrumenten, weil das menschliche Verhalten eben doch nicht so rational ist, wie eigentlich diese Instrumente das voraussetzen würden. Und jetzt kommen hier wieder die beiden ins Spiel, die genau das sagen. Denn selbst wenn die Menschen überzeugt sind, dass sie dieses politische Ziel auch mit unterstützen wollen, das gilt ja auch individuell für jeden Einzelnen, der sich etwas vornimmt, kann es sein, dass das alltägliche Verhalten dem widerspricht. Ganz klassisch, die Vorsätze zum guten Jahr, zum neuen Jahr, die jemand fasst für sich persönlich und dann doch nicht entsprechend sich verhält. Das passiert natürlich erst recht in größerem Staat, im größeren Maßstab mit den politischen Instrumenten. Und da kommen jetzt die verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse mit rein. Und das sind diese Behavioral Insights, also die vielen Erkenntnisse, die aus der verhaltenswissenschaftlichen Forschung kommen, die über verschiedene Versuche, Randomized Control Trials, da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, versuchen herauszufinden, wie muss eigentlich diese sogenannte Entscheidungsarchitektur gebaut sein, damit der entsprechende Adressat auch sich entsprechend dem Instrument verhält. Und das ist das, was ich Behavioral Spin nenne. Die Instrumente an sich sind gar nicht so anders, sie bekommen nur eine neue Wirkung, einen neuen Spin. Und da komme ich nochmal auf die Label zurück. Man hat also zum Beispiel herausgefunden, unter welchen Bedingungen, mit welcher Farbgestaltung, mit welcher grafischen Gestaltung, mit welcher Kombination von Labels und kleinen Grafiken hier die größte Wirksamkeit erreicht wird. Und dann zum Beispiel auch festgestellt, hier jetzt das neue Label mit der neuen Skalierung dürfte dann noch effektiver sein. Und so kommen wir im Grunde zu dem Zwischenschritt, um zu sagen, verhaltens- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, die können die Gestaltung von politischen Instrumenten verändern. Und sie geben dann den Instrumenten unter Umständen einen neuen Spin, weil man davon sich verspricht, dass sie größere Wirksamkeit entfalten. Die Basis dafür sind die traditionellen Instrumente, die ich eben vorgestellt habe. Und jetzt können ganz viele verschiedene Disziplinen Erkenntnisse beisteuern und das ist im Prinzip eine Weiterentwicklung zu der Idee vor 12 Jahren damals in den Ausgangsüberlegungen von Thaler und Sunstein, die sehr stark von der Verhaltenspsychologie und Verhaltensökonomie kamen. Aber wir können eigentlich ein sehr viel breiteres Spektrum hier beobachten mittlerweile. Gleichzeitig richtet sich dann diese Politik eigentlich immer an individuelle Akteure. Und das wäre auch offen für die Diskussion, gerade zur Frage der Klimapolitik, inwieweit das eigentlich passend ist oder eben auch Unternehmen als Anbieter von Produkten und Dienstleistungen hier eigentlich eine größere Rolle spielen müssten. Ich gebe Ihnen jetzt noch zum letzten Teil des Vortrags ein paar Beispiele aus einem Forschungsprojekt,
wo man sieht, wie wird eigentlich versucht, Politik mit dem Verbraucher zu machen in diesem Bereich. Und es sind alles Bereiche aus der Energiepolitik beziehungsweise in Bezug auf Energieverbrauch in Privathaushalten. Und da kann man zum Beispiel sehen, sehr ähnliche Formen in Dänemark und Großbritannien, das sogenannte Smart Metering. Da ist das Ziel, besteht darin, dass der Energieverbrauch in Privathaushalten reduziert wird und dass ein neues Bewusstsein entsteht für dieses Energiesparen. Und hier der klassische Fall: Erstens, es werden Instrumente kombiniert. Sie sehen das hier: Information, Anreize und Organisation. Also Information, die dann erfolgt über sehr intelligente Mess- und Ablesesysteme und auch Informationen zur Energieeffizienz geben. Große Anreize natürlich ist auch die Kostenersparnis, die dann da eben deutlich gemacht wird. Und das Ganze wird eben organisiert und wird dem Verbraucher in einer gut passenden, pragmatischen Weise eben angeboten. Und die Mechanismen, die jetzt aus der Verhaltensforschung kommen, sind im Grunde, das nennt man dann Signaling, dass also in einer bestimmten Darstellungsweise der Stromverbrauch ausgewiesen wird, dass es mit der Endabrechnung verknüpft wird, dass auch zum Beispiel diese eigene Ersparnis dann eben sehr deutlich wird und damit man sich verspricht, dass dann der Energieverbrauch reduziert wird. Das wird in diesen Fällen jetzt hier national organisiert. Und ein zweites Beispiel aus den USA, die sogenannten Home Energy Reports, die es schon ganz lange gibt. Hier sehen Sie in der untersten Zeile auf kommunaler Ebene, das machen die Stromversorger selbst. Und zwar geht es da auch um die Reduzierung des Energieverbrauchs in Privathaushalten und die Bewusstseinsbildung. Aber es ist ein bisschen anders organisiert. Und zwar werden hier Information, Anreize und Organisation zwar auch verknüpft, aber eine bestimmte Kennzeichnung auch tatsächlich vorgenommen. Das nennt man dann Framing, also ein individueller Verbrauch auf der Stromabrechnung gezeigt mit Langzeitaufzeichnungen und so Feedbackschleifen, die dazu beitragen sollen, dass der Verbraucher selber in diesen Prozess kommt, beitragen zu wollen zum Energiesparen. Das Ganze noch gekoppelt mit sozialer Kontrolle, Vergleich mit der Nachbarschaft, das ist übrigens ein interessantes Tool, was immer wieder eingesetzt wird, anonym natürlich, aber da wird dann eben deutlich gemacht, schau mal, deine Nachbarn, die sind schon ein Stückchen weiter, die verbrauchen deutlich weniger Energie zum Beispiel, oder das gibt es auch in anderen Bereichen. Das wird sehr stark gemacht in Ländern, in denen die Einkommensteuer aktiv gezahlt werden muss und die Leute das dann versäumen und dann wird darauf hingewiesen, dass in der Gemeinde schon die anderen alle die Steuern gezahlt haben und das löst tatsächlich wirksame Effekte dann aus. In den USA übrigens sehr spannend, die Kombination nochmal auf einer Mikro- und auf einer Meso- und Meta-Ebene, dass hier also Zielvorgaben sind auf der Bundesstaatenebene, was die Einsparung von Energie betrifft. Und das muss dann umgesetzt werden durch die Stromanbieter. Also so eine Kombination aus Anreizen auf einer anderen Ebene gegenüber Unternehmen. Und die wiederum setzen dann die hier dargestellten Instrumente ein und kombinieren die mit Behavioral Insights, engagieren dann auch tatsächlich Experten aus diesem Feld, die ihnen dabei helfen, diese Maßnahmen zu gestalten. So, und jetzt ist die Frage, Politik mit dem Verbraucher, gibt es jetzt nur noch Nudging und Co.? Und da ist die eindeutige Antwort natürlich nein. Das ist nicht das eine Konzept, was jetzt alles erschlägt, sondern am Ende ist es eigentlich so ein Hinweis, es ist der Start gewesen zu einer Debatte, die ganz viele Politikfelder betrifft, die aber natürlich jetzt auch im Bereich der Energie- und Klimapolitik häufig diskutiert wird. Die sorgt dafür, dass die Adressaten möglicherweise viel besser differenziert werden, dass ein besseres Verständnis dafür da ist, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Die Verbraucher sind allerdings nur eine Zielgruppe und Unternehmen und Industrie müssten eigentlich als wichtiger Adressat von Politik auch eine Rolle spielen. Es kann zum Beispiel auch dazu führen, dass bestimmte Regulierung den Unternehmen eine Auflage macht, im Sinne der verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse zum Beispiel Produkte zu gestalten oder Labels zu gestalten. Wichtig, ganz wichtig aus meiner Sicht in der ganzen Debatte, das hilft sehr, um da gut drüber diskutieren zu können, Nudging ist eben kein eindeutiges Konzept. Es gibt diese Behavioral Insights aus sehr vielen verschiedenen Disziplinen und die sind Teil der verhaltensbasierten Politikgestaltung. Also sie können es zumindest sein. Interessanterweise zeigen die bisherigen Erkenntnisse zum Einsatz von Nudging,
und Co., so nenne ich das mal, sehr gemischte Resultate, auch gerade im Energiebereich. Ich habe jetzt nochmal neuere Studien angeschaut, die also zeigen können, dass zum Beispiel die Kombination von verschiedenen Nudges, also zum Beispiel diese sozialen Normen in Zusammenhang mit bestimmten Labeltechniken, die können dann wirksam sein, aber meistens ist es die Komplementarität verschiedener Nudges, die dann tatsächlich signifikant eine Wirkung zeigt, also zum Beispiel dann zum Energiesparen beiträgt. Ein einzelner Nudge oder eine einzelne Maßnahme alleine reicht meistens nicht. Da haben wir also sozusagen eine Analogie auch zu den klassischen Instrumentenkombinationen. Wichtig also unterm Strich, eine umfassende Orchestrierung von Instrumenten ist notwendig. Die kann eben dann auch noch unterstützt werden durch die verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse. Und aus meiner Sicht, Adressaten müssen eben Unternehmen und Verbraucher sein. Und noch viel mehr können wir dazu natürlich diskutieren und so freue ich mich dann auf die Diskussion. Vielen Dank. So, inzwischen ist Frau Löhr zu uns ins Studio gekommen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Und wir können jetzt mit den Zuschauern zusammen diskutieren. Daher meine Bitte, schreiben Sie gerne Ihre Fragen oder kurzen Kommentare in den Chat bei YouTube oder bei uns auf der Scientist for Future Osnabrück Webseite in die Kommentarbox. Und dann werden mir diese Fragen hier angereicht und wir können ins Gespräch kommen mit Frau Professorin Löhr. Zunächst einmal hätte ich selber eine Frage. Ja. Und zwar, das mit dieser Choice Architecture, was Sie am Anfang erwähnt haben, das ist mir noch nicht ganz klar. Können Sie das nochmal für mich und vielleicht für die Zuhörer und Hörerinnen erklären? Ja. Ja, das ist im Grunde die Grundidee vom Nudging oder von diesen Behavioral Tools, dass wir erst einmal davon ausgehen, dass jede Situation eine bestimmte Choice Architecture hat. Also, dass wir hier sitzen, wir haben Stühle, es gibt verschiedene Einrichtungen praktisch und die leiten uns dazu an, in einer bestimmten Weise uns zu verhalten. Und diese Choice Architecture, wie die gebaut ist, die gibt es immer. Das hat gar nichts mit Nudging zu tun. Die gibt es immer. Die kann aber in einer bestimmten Weise gestaltet sein, wenn man sich vorher Gedanken darüber macht und vielleicht entsprechende wissenschaftliche Versuche macht, unter welchen Bedingungen, wie diese Choice Architecture, also diese Entscheidungsarchitektur gebaut sein muss, damit es zu einem bestimmten Verhalten kommt. Wir kennen das ganz, ganz, ganz typisch in Supermärkten, zum Beispiel diese bekannte Quengelkasse. Das ist also der Bau einer, das ist jetzt ein großes Wort, Architektur, aber einer Situation, in der zum Beispiel dann am Ende, wo das Warenband ist, bestimmte Süßigkeiten platziert sind, weil man davon ausgeht, dass dann das Kind, was schon lange im Einkaufswagen sitzt und wartet, dann ungeduldig wird und anfängt zu quengeln. Und dann ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass dann auch die Süßigkeiten auf dem Band landen und gekauft werden. Das ist ein bestimmter Bau dieser Entscheidungsarchitektur. Im Supermarkt kann man das sehr schön zeigen, auch die Platzierung von Waren zum Beispiel, die dann ein bestimmtes Verhalten wahrscheinlich machen. Das heißt, diese Choice Architecture ist dann der Nudge selbst? Ja, und im Grunde, aber er ist eigentlich immer da. Also die Choice Architecture ist immer da. Also die haben wir praktisch ständig. Ja. Wie steht es denn eigentlich in Deutschland mit der Politik? Benutzt die sehr viel Nudges? Die Beispiele, die Sie genannt haben, stammten ja aus UK und USA. Und ich habe sogar gelesen, in Großbritannien gibt es eine Behavior Insight Team, kurz Nudge Unit genannt. Also das ist da in der Politik sehr viel mehr verbreitet. Wie ist das bei uns in Deutschland? Ja, in Deutschland gab es, das ist auch spannend zu sehen, einmal eine Stellenausschreibung tatsächlich, in der das Bundeskanzleramt Verhaltenspsychologen suchte für das Bilden eines bestimmten Teams, was jetzt da die Regierung beraten sollte. Das hat sehr viel Aufsehen erregt, auch sehr viel Skepsis erregt und dazu geführt, dass diese Unit, die da gebildet wurde, es war im Grunde auch eine Gruppe, die gebildet wurde aus Verhaltensforschern, gar nicht in der Weise gearbeitet hat, wie wir das jetzt in anderen Ländern beobachten konnten, die also relativ prominent dann als verhaltenswissenschaftliche Experten die Regierung beraten haben. In Deutschland hat diese Gruppe auch gearbeitet, mit den Ministerien zusammengearbeitet und hat in der
letzten Legislaturperiode, also nicht in der jetzt laufenden, sondern in der davor, auch tatsächlich, ich meine, es sind so 4, 5 Projekte gewesen, unter anderem zum Beispiel Hygiene in Krankenhäusern war ein Aspekt davon. Ich meine auch, dass Organspende dazu gehörte und hat praktisch gesammelt, also diese verschiedenen Varianten gesammelt und Vorschläge gemacht, wie man das in Deutschland regeln kann. Aber es ist relativ ruhig geblieben in diesem Zusammenhang, weil in Deutschland eben insgesamt eine ganz große Skepsis herrscht, auf diese Weise vorzugehen. Warum ist das so verpönt in Deutschland? Ja, das ist eine gute Frage. Kann ich gar nicht abschließend beantworten. Ich glaube, dass es in Deutschland eine große Sympathie dafür gibt, für sehr transparente Vorgehensweisen der Politik, für sehr klare Regeln. Das kann dann durchaus sogar, können dann sogar Regeln sein, die relativ stark eingreifen. Was ja zum Beispiel in angelsächsischen Ländern eher verpönt ist, wenn man also sehr hart durchgreift, Verbote ausspricht oder irgendwelche Steuern einführt. Da ist in Deutschland, wenn denn der politische Konsens da ist, ist dann die Bereitschaft fast größer als diese subtilen Formen. Gleichzeitig ist es aber nicht so, dass man jetzt sagen kann, in Deutschland hat es das oder würde es das nie geben. Aber prinzipiell ist da anscheinend eine größere Vorliebe für andere Praktiken. Das heißt, bei uns gibt es dann einfach eine andere Politikkultur. Ja, das kann man, denke ich, so sagen. Mhm. Ja. Bisher jedenfalls ist das so. Zunehmend glaube ich, dass es auch Interesse gibt, auch auf anderen Ebenen. Also das eine ist natürlich die nationale Ebene mit der Bundesregierung, aber es gibt natürlich auch noch die Landesebene, die Länderebene, es gibt die nachgelagerten Verwaltungen, die Behörden, die ja auch Gestaltungsspielräume haben in bestimmten Feldern und natürlich auch sich informieren können. Und zum Beispiel das Umweltbundesamt macht relativ viele Studien in diesem Bereich und versucht auch dann Typologien zu entwickeln, um zu sagen, wo können wir mit welcher Weise jetzt vielleicht vorgehen und zu effektiveren Mechanismen kommen. Es gibt schon eine breite Diskussion auch um Behavioral Insights in Deutschland, aber die läuft etwas anders als in angelsächsischen Ländern. Das ist tatsächlich so bisher. Ja. Dankeschön. So, mittlerweile haben wir Fragen jetzt aus dem Publikum und hier ist die erste, ich lese sie Ihnen mal vor. Was könnten aus Ihrer Sicht Beispiele für geeignete Nudges sein, die zu einer nachhaltigen Lebensweise motivieren und zum Handeln anregen? Ich glaube, was ganz, ganz interessant sein kann, ist das, was beim Nudging unter Disclosure läuft, das heißt also Offenlegung. Wenn Menschen damit konfrontiert werden, erstens zum Beispiel unter welchen Rahmenbedingungen Dinge produziert wurden oder welche Inhaltsstoffe es sind oder auch welche Wirkungen ein bestimmtes Produkt hat, glaube ich, dass es viele Menschen gibt, die dann vielleicht sich anders, die zum Beispiel als Verbraucher dann anders agieren. Häufig gibt es zwar so ein diffuses Wissen über die Zusammenhänge vielleicht hinter bestimmten Produkten oder auch die Wirkungen von Produkten, wenn sie dann genutzt werden. Aber die treten häufig in so Alltagssituationen in den Hintergrund. Wenn man das aber zum Beispiel relativ plakativ hätte auf Produkten, glaube ich, wäre die Wirkung dann relativ groß. Das ist so eine Möglichkeit, also Disclosure, Offenlegung von Wirkungen und Folgen des eigenen Handels zum Beispiel. Ansonsten natürlich das, was sehr, sehr ein ganz sehr klassischer Nudge ist, ist eben dieses Default, also die Voreinstellung, dass praktisch schon im Vorfeld die Rahmenbedingungen dafür da sind, dass es wahrscheinlich ist, dass ich eine bestimmte Situation nutze. Das kann man sich sehr, sehr gut vorstellen, zum Beispiel in Ballungsräumen, wenn es um Verkehr geht. Mhm. Also wenn man im Grunde schon wenn eigentlich die wahrscheinlichere Variante eine bestimmte ist, dass zum Beispiel Straßen gesperrt sind oder so für bestimmte Verkehre, dann hätte man die Wahrscheinlichkeit, dass dann die Überbrückung natürlich viel größer ist. Gibt es bestimmte Produkte, die man mit den Nudges besonders gut sozusagen bewerben könnte, die im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Lebensweise stehen? Das Beispiel, das Sie genannt hatten beim Energieverbrauch, geht ja in die Richtung, aber da ist es wohl eher doch so, dass die Verbraucher, ohne eigentlich an die Umweltkonsequenzen denken müssen, einfach an ihren eigenen Geldbeutel denken. Und jetzt
auch einfach nur sparen wollen, damit sie weniger Geld ausgeben müssen. Aber wie bekommt man sie zu einer nachhaltigeren Lebensweise? Wie bekommt man sie dahin? Insgesamt, ja. Ja, also das ist interessant, worauf man sich jetzt konzentriert. Sie sagten ja gerade, Energieverbrauch ist ein Punkt. Mhm. Und man weiß zum Beispiel auch tatsächlich aus diesen verhaltenswissenschaftlichen Studien, dass dann, wenn zum Beispiel die Menschen sehr stark versuchen, Energie zu sparen, auch vielleicht Heizkosten oder Heizung zu reduzieren, dann zum Beispiel der Wasserverbrauch steigt. Es gibt so kompensatorische Effekte. Mhm. Warum das so ist, kann ich jetzt gar nicht abschließend sagen, aber tatsächlich, das ist so ein bisschen wie auch bei der Ernährung, dass dann Menschen, die dann doch relativ viel Gemüse und Salat essen, das dann an einer anderen Stelle dann vielleicht mit viel Schokolade oder so kompensieren. Vielleicht ist es sehr menschlich, dieses Verhalten. Aber wenn Sie jetzt fragen, was sind jetzt so die unterschiedlichen Bausteine, dann müsste man sich natürlich vorher, und das müssten jetzt die entsprechenden Nachhaltigkeitsforscher ja auch sagen, was hat eigentlich die größten Effekte auf nachhaltige Entwicklung? Welche Produkte, welche Alltagsverhaltensweisen? Ich denke, da wird es sehr stark um Mobilitätsverhalten gehen. Energienutzung ist es sicherlich auch. Bei kleineren Produkten, ich meine, wir haben jetzt diese Diskussion um Plastiktüten gehabt, da gibt es ja auch sehr starke regulierende Maßnahmen jetzt, die ja so viel stärker durchgreifen, als es am Anfang der Fall war. Verpackungsmüll ist sicherlich auch ein Aspekt. Und das sind sicher auch so mittelfristige Prozesse, in denen zum Beispiel auch durch viel Information und gut gemachte Informationen, Labels oder Hinweise, immer wieder Hinweise, dann auch zu einem anderen Verhalten angeregt werden kann. Und dann gibt es sicherlich dann so ein ganzes Set an verschiedenen Aspekten, die im Alltag eine Rolle spielen für nachhaltige Lebensweise. Jetzt haben wir hier eine Frage, die sich eigentlich daran anschließt, nämlich wie effektiv diese Nudges sind. Hier wird gefragt, gibt es Studien, zum Beispiel aus der Werbepsychologie, die den Erfolg von Nudges nachweisen und im Vergleich zu anderen Methoden testen? Ja, es gibt unglaublich viele Studien. Und dann ist es, es gibt Nudges, die werden dann getestet, da wird gesagt, das, was ich Ihnen eben auch im Vortrag gesagt hatte, gibt es Studien, die zum Beispiel zeigen, wie die Kombination verschiedener Nudges dann tatsächlich wirklich zu einem Effekt führt, während ein einzelner Nudge unter den gleichen Bedingungen noch nicht die Effekte erzeigt. Also es gibt solche Studien und es gibt sogar unglaublich viele. Die sind aber dann immer sehr begrenzt auf eine bestimmte Region, auf eine bestimmte gesellschaftliche Gruppe. Das ist unglaublich schwierig, das zu verallgemeinern. Also für eine ganze Bevölkerung wie in Deutschland zu sagen, der eine Nudge oder sagen wir mal die drei Nudges sind zum Beispiel beim Energieverbrauch auf jeden Fall effektiv. Soweit ich weiß, gibt es diese Antwort noch nicht. Kann man nicht sagen, aber man kann für bestimmte soziale Gruppen vielleicht zeigen oder für bestimmte Regionen zeigen, dass die Kombination bestimmter Nudges dann tatsächlich eine Wirkung zeigt. Was man noch nicht so richtig weiß, sind wirklich Langfristeffekte. Also häufig kann man dann sagen, gut, kurz- bis mittelfristig hat das einen Effekt, aber wie weit es dann tatsächlich zu Langfristeffekten kommt, ist tatsächlich auch in der Forschung noch offen. Ja, ein Nudge-Verstärker scheint ja der Nachbar, die Nachbarin zu sein. Das haben Sie ja auch im Vortrag gesagt. Was ist so besonders an dem Nachbar? Geht es da um soziale Kontrolle? Ja, ich glaube, es ist gar nicht so stark die Kontrolle, weil ja niemand wirklich kontrolliert. Also es ist ja nicht damit gemeint, dass der Nachbar vorbeikommt und fragt, so zeig mir mal deine Stromrechnung, ich will mal gucken, ob du auch schon sparst. Sondern es ist eigentlich dieses Phänomen der Dazugehörigkeit, so würde ich das erklären. Das ist auch interessant, weil das sehr stark natürlich aus der sozialpsychologischen Forschung kommt, aber im Grunde eigentlich ich glaube, die Soziologen könnten noch viel mehr beitragen zu dieser ganzen Debatte, weil sie viel besser erklären können, wie Menschen in Gesellschaft tatsächlich funktionieren. Und dieses Phänomen erkennen wir also sehr stark, also dieser Wunsch, dazugehören zu wollen, nicht Teil der abweichenden, also kein abweichendes Verhalten zu zeigen, obwohl es niemand mitbekommt. Also man wird zwar darauf hingewiesen, aber im Grunde genommen weiß das ja keiner, ob ich jetzt dazugehöre oder nicht. Aber ich möchte es vielleicht gerne und möchte da jetzt gar nicht herausfallen. Und dann hat es tatsächlich diesen Effekt. Das wird immer wieder gezeigt, ja. Ja, und dann vielleicht möchte man es auch besser machen. Ja, man möchte noch mehr sparen als der Nachbar. Möglicherweise, ja. Übrigens ist diese Wettbewerbskomponente auch eine ganz interessante, dass also praktisch
da weiß ich nicht genau, wie es in Deutschland ist, in angelsächsischen Ländern funktioniert das ziemlich gut in vielen Bereichen, dass wenn praktisch ein bestimmter Standard formuliert wird, der schon erreicht wird von anderen, tatsächlich dieser Effekt eintritt, ich möchte das noch übertreffen, ich möchte noch besser sein. Ja. Ja. Jetzt haben wir hier eine ganz vorwitzige Frage. Ist Nudging auch eine Methode, die Sie im privaten Bereich einsetzen? Ich persönlich? ja, könnte man wahrscheinlich so sagen. Also so diesen Aspekt zum Beispiel des Self-Binding, also sich selbst zu verpflichten. Ganz klassischer Fall, erkläre ich auch immer meinen Studierenden jetzt im Moment, dass das also sehr hilfreich sein kann, wenn man zum Beispiel jemandem anders sagt, man will etwas Bestimmtes tun, also etwas Bestimmtes vielleicht schaffen in einer Woche und man dann gar nicht unbedingt, dass diese Person das nachfragt, aber man hat es mal einmal offengelegt und man hat sich selbst verpflichtet und dann bleibt man auch dran. Ist so ein ganz klassischer Nudge. Oder natürlich irgendwie all diese Voreinstellungen, was ich auch erklärt habe, also was jetzt Ernährung betrifft. Genau, da liegt der Apfel auf dem Tisch. Ja, und ich meine, das ist natürlich ganz klassisch. Das weiß ja auch jeder irgendwie, wenn man bestimmte Dinge nicht im Haus hat, gut, dann kann man sie auch gar nicht essen zum Beispiel. Also da gibt es jetzt sehr, sehr viel. Und natürlich gibt es dann auch tendenziell so Sachen wie Techniken im Bereich auf Büro, wenn man Voreinstellungen schon hat beim Drucker, dass man doppelseitig kopiert oder druckt zum Beispiel, dass man diese Schalter hat für Steckdosen, wo es ganz einfach ist, das auszustellen, um dann keinen Strom mehr zu verbrauchen. Das sind ja so Klassiker im privaten und im individuellen Alltag. Ja, jetzt ist hier eine sehr nachdenkliche Frage. Gibt es auch Kehrseiten von Nudging? Ja, das wird auch gut diskutiert aus meiner Sicht mittlerweile, weil genau dieser Aspekt der fehlenden Transparenz oft angeklagt wurde. Die beiden sozusagen Initiatoren, Sunstein und Thaler, die haben immer wieder darauf hingewiesen, dass dieser Vorwurf nicht zutrifft, dass es praktisch Manipulation wäre. Aber wir haben diejenigen, die sich vielleicht schon mal damit auseinandergesetzt haben, es geht ja sehr stark auch zurück auf diese Forschung von Kahneman und Tversky, die sagen, es gibt sowas wie System 1 und System 2 im Kopf, also ein schnelles, intuitives Handeln und ein nachdenkliches, langsames Denken, was zu sagen fundierten, rationalen Entscheidungen führt und dann dieses intuitive Handeln. Und wenn zum Beispiel über das Nudging dieses intuitive Verhalten getriggert wird, also wie wir es zum Beispiel haben im Bereich der Verkehrsgestaltung, da gibt es diese Markierungen auf Straßen bei gefährlichen Kurven zum Beispiel, wo man ganz automatisch handelt und bremst, weil die Abstände werden kleiner und plötzlich denkt man, man wird schneller und man bremst dann, man wird aber eigentlich gar nicht schneller. Das wird dann stark vorgeworfen, dass das einen manipulieren würde. Man hat gar keine Chance, dem zu entgehen. Und diese Debatte gibt es und es wird auch viel darüber diskutiert, eben inwieweit man darauf hingewiesen werden sollte, dass man jetzt genudged wird, zum Beispiel auch in Kantinen, wenn es jetzt eine Gestaltung gibt oder auch in Bezug auf vielleicht diese Energiefragen, also wenn man diesen Vergleich hat, dann dass man das dann auch erklärt. Da gibt es auch Vorschläge, wie man Nudges transparent gestaltet, um den Verbraucher darauf hinzuweisen, dass genau das jetzt gerade passiert. Das ist die eine Debatte. Und die andere Debatte, die auch geführt wird, ist natürlich die Frage, wie weit es praktisch Regierungen gibt, oder das machen Unternehmen natürlich auch, die für uns vorher entscheiden, was für uns das Beste ist. Das ist noch eine ganz andere ethische Frage, wie weit uns praktisch schon eine bestimmte Lebensweise, wenn man so will, vermittelt wird. Das gilt ja auch für diese Frage der Nachhaltigkeit. Also wie weit sollte man eigentlich so weit gehen, zu sagen, natürlich müsst ihr jetzt alle nachhaltig leben und ja. Ja, damals, als das Buch rauskam, 2008, habe ich es auch gelesen und in einem der ersten Kapitel steht dieser schillernde Begriff drin, Libertarian Paternalism, ja. Libertärer Paternalismus, was ja eigentlich ein Widerspruch in sich selbst ist. Libertär will sagen, du musst das nicht machen, du bist frei in deiner Handlung, aber Paternalismus will sagen, ich sag dir, was du tun sollst. Ja. Und das ist ja schon inhärent sozusagen widersprüchlich. Aber Sie haben es ja dahingehend aufgelöst, indem Sie gesagt haben, Sie wollen Entscheidungen anstoßen, die im besten Sinne der Bevölkerung sind und so, wie sich die Leute auch selbst individuell entschieden hätten. Ja.
Aber das kann man ja auch nicht vorhersagen, wie sich jemand entschieden hätte. Nein, also wir haben so eine Diskussion auch mal geführt in einem Kreis von unterschiedlichen Wissenschaftlern, unterschiedlichen Disziplinen aus unterschiedlichen Ländern. Und da war eigentlich so nicht sehr interessant die Aussage, naja, wenn man aber auf politischer Ebene sich zu etwas entscheidet, zum Beispiel zur CO2-Einsparung, dann ist eigentlich jedes Mittel gut und richtig, so wie man sich entscheiden würde, wenn man das den politischen Konsens hat, mehrheitlich beschlossen, zum Beispiel im Bereich, sagen wir mal, der Rentenpolitik, dann wäre das das Ziel und dann könnte man sagen, ist im Grunde jedes politische Mittel recht. Da gibt es aber breite Diskussionen darüber. Was Sie aber richtig, wo Sie richtig darauf hinweisen aus meiner Sicht, ist, dass es eine andere Haltung ist, die jetzt hier die beiden einnehmen, die beiden Autoren, die sehr stark überzeugt sind, auch normativ von dem guten und richtigen Leben. Und das mischt sich sehr stark in dem Buch, das mischt sich zum Teil auch in der Debatte, weil aus der amerikanischen Perspektive es dann doch sowas gibt wie irgendwie das Glück bringen, also das bessere Leben, das bessere Wohlfühlen und das schönere Leben, das gesündere und vor allem dann am Ende das Leben in Wohlstand. Und wenn sich das dann mischt, dann wird die Diskussion noch schwieriger. Ja. Ja. Sie sagten gerade, dann sind alle Mittel recht, wenn man sich einmal darauf geeinigt hat, was eigentlich passieren soll. Und da passt die nächste Frage von Laura Herzog gut dazu. Könnten Sie noch einmal das Konzept der Instrumentenzusammenstellung erklären, das Sie ganz am Schluss vorgestellt haben, also wo alle Instrumente dann eben zusammenkommen? Ja, also wir haben eben diese klassischen Instrumente und die werden meistens kombiniert. Das heißt also, wir haben häufig zum Beispiel sogar bei Fähr- und Gehbooten die Notwendigkeit natürlich auch noch darüber zu informieren. Erst recht dann, wenn zum Beispiel Kontrollmechanismen schwierig sind oder Sanktionen schwierig sind, erleben wir natürlich jetzt gerade in dieser Zeit ganz massiv. Es gibt bestimmte Regeln, aber jeder weiß, es wird jetzt ganz schön schwierig, die zu kontrollieren. Es gibt Bußgeldkataloge, aber es ist ja die Frage, irgendwie, wie umfassend wird das sanktioniert. Das heißt, es muss also so eine Kombination geben, auch aus einer entsprechenden Information und zusätzlichen Instrumenten, also Instrumenteneinsatz, Bereitstellung von zum Beispiel bestimmten Mitteln, wenn man sagt, man würde jetzt zum Beispiel Masken oder Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen. Das kombiniert dann praktisch die Notwendigkeit, dass man es auch einsetzt. Also wenn man sagt, es gibt eine Pflicht zum Tragen einer Maske zum Beispiel, dann kann es das erleichtern, wenn man sie auch bereitstellt oder wenn man vielleicht das günstiger gestaltet oder wenn man dann entsprechende Schilder baut, die ein Zeichen haben dafür. Und das sehen wir in den anderen Bereichen auch. Und wie kommen jetzt die verhaltenswissenschaftlichen Erkenntnisse rein, wäre, wenn man zum Beispiel weiß, dass die Gestaltung bestimmter Zeichen oder auch die Platzierung von bestimmten Zeichen in bestimmten Situationen besonders wirksam wäre für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Und wenn man diese Erkenntnisse jetzt nutzt, dann kann man praktisch alle diese Aspekte kombinieren und am Ende dann zu so einem Mix kommen, der dann eine größere Effektivität verspricht. Ich möchte noch mal auf einen Aspekt zurückkommen, der vielleicht bei den Nudges auch eine Rolle spielt. Das ist das Vertrauen der Bürger und Bürgerinnen in ihren Staat, der sie da so ein bisschen paternalistisch eben anstupst. Nudges sind einerseits subtile Reize, aber andererseits eben auch können auch sehr effektiv sein. Setzt es nicht eigentlich voraus, dass der Bürger und die Bürgerin eigentlich ein vertrauensvolles Verhältnis zu ihrem Staat haben, unter der Annahme, die werden uns schon in die richtige Richtung leiten und denen kann man vertrauen, deswegen kann man da mitmachen. Ja, also die Frage ist ja, wie weit man tatsächlich, also bei diesen, wenn man so will, manipulativen Nudges wäre das ja vielleicht so, wobei da hätte man ja keine Chance, dem zu entgehen möglicherweise, wenn man es nicht weiß. Also erstmal braucht es schon eine Übereinstimmung mit den Zielen prinzipiell, damit das überhaupt funktioniert. Und das wiederum hat ja eine gewisse Form des Vertrauens in den Staat. Also es ist vielleicht nicht so stark das Vertrauen, sondern ein Zustimmen zu den Grundprinzipien im Staat und auch eine Akzeptanz dessen, was jetzt in der Politik entschieden wird. Also dass man das praktisch akzeptiert. Man lebt in einer Demokratie, da gibt es jetzt demokratische Entscheidungen, und die trage ich dann mit.
Sobald ich dann anfange, mich dagegen aufzulehnen, hätte ich entweder ein Problem, weil es tatsächlich irgendwie gegen die Regeln verstößt, oder ich müsste dann vielleicht mich politisch äußern und dagegen vorgehen. Dann könnte ich natürlich auch Gruppen bilden und sagen, so, das möchte ich nicht, dagegen wehre ich mich. Diese Möglichkeit habe ich ja in Demokratien. Also von daher glaube ich, es braucht natürlich prinzipiell immer Vertrauen auch in den Staat, wenn ich einer bestimmten staatlichen Anordnung folge, beziehungsweise wo, weiß gar nicht, ob Vertrauen der richtige Begriff ist, sondern irgendwie eine Zustimmung zu den staatlichen Zielen. Ja. Ja, jetzt haben wir hier eine Frage von der Homepage. Inwiefern bewerten Sie Nudging als ausreichend bzw. in Anbetracht der Dringlichkeit der Klimakrise als Ziel erreichend? Ja, das ist aus meiner Sicht, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil das, wenn das jetzt oberflächlich bleibt, ist natürlich überhaupt nicht ausreichend. Und ganz vielen Stellen ist sowieso die große Diskussion aus meiner Sicht müsste geführt werden, wie viel Adressierung geht an den Verbraucher selbst und wie viel müsste auch für die Unternehmen, also nicht für die Unternehmen, sondern im Zusammenhang mit den Unternehmen reguliert werden. Dass es also praktisch richtig klare Vorgaben gibt zur Gestaltung, was ich auch gesagt habe, von Produkten, vielleicht auch von Dienstleistungen, damit es dann am Ende im Prinzip auch sowas gibt wie ein Level Playing Field, also dass praktisch die gleichen Regeln für alle gelten. Das sieht man übrigens auch, dass es zum Teil von Unternehmen sogar eingefordert wird. Das ist ein ganz altes Beispiel, ist die Einführung des Katalysators zum Beispiel, der ursprünglich war, gab immer wieder Versuche, auch in Europa, auch in Deutschland, und dann am Ende wurde er das erste Mal in Kalifornien eingeführt und dann waren plötzlich die Autohersteller selber interessiert daran, dass es also eine Pflicht gibt zum Einbau von Katalysatoren, die für alle gilt, weil das für Unternehmen zum Teil viel attraktiver ist und sich darauf einzustellen oder viel, viel besser ist in der Frage der Produktion von bestimmten Gütern, wenn es einfach klare Regeln für alle gibt, auch für die Wettbewerber, als wenn es jetzt so ein freies Spiel gibt. Und ich glaube, dass die Unternehmen viel stärker in den Blick geraten müssen. Und Nudging ist jetzt kein klassisches Tool für Unternehmensregulierung. Insofern glaube ich, dass es so eine Mixtur gibt. Und ich finde dieses Beispiel aus den USA, es hat mich sehr fasziniert, wie praktisch also Standards gesetzt werden, die relativ rigide sind, auch mit entsprechenden Strafzahlungen, wenn die nicht erreicht werden, an Unternehmen, also zum Beispiel jetzt in Bezug auf Energie. Und die wiederum können dann aber verschiedene Tools nutzen und setzen vielleicht Behavioral Insights ein, um das attraktiv zu gestalten und um ihre eigenen Kunden, die dann am Ende die Verbraucher sind, zu einem bestimmten Verhalten zu bringen. Das halte ich für eine ganz interessante Vorgehensweise. Ja, jetzt haben wir hier eine Frage, wo gerade die Interaktion der Verbraucher mit den Unternehmen sozusagen thematisiert wird. Sind wir als Verbraucher dem Nudging durch Unternehmen ausgesetzt mit dem Effekt, dass wir mehr konsumieren und daher auch mehr CO2 emittieren, als wir bei vollem Bewusstsein wählen würden? Ja, absolut. Ja, natürlich. Also jeder kennt das. Also ich muss vielleicht gar nicht den Namen des Ladens sagen, in den wahrscheinlich alle schon gegangen sind mit den vier Buchstaben und den blauen Häusern mit gelber Schrift, wo man praktisch durchgelotst wird. Und wenn man dann am Ende irgendwas kaufen möchte, zum Beispiel ein Regal oder ein Bett, erst durch eine große Markthalle gegangen ist, die einem alles Mögliche anbietet. Das ist also klassisches Nudging, dass wir gar keine andere, das ist eine Voreinstellung, wir gehen einen bestimmten Weg durch ein großes Geschäft und wir kommen an allen möglichen Dingen vorbei, die plötzlich und die in einer bestimmten Weise platziert werden, dargestellt werden. Das machen Unternehmen natürlich schon immer und das ist ja auch klar. Also, dass man als Unternehmen alle möglichen Versuche unternimmt, dass man den Verbraucher dazu bekommt, dass er die Produkte kauft. Das ist sicherlich ständig der Fall und in unserer Gesellschaft hier in Deutschland würde ich sagen, ganz massiv, dass wir also ständig konfrontiert sind mit bestimmten Konsumangeboten, ja, die natürlich unter den besten Möglichkeiten der Marketingkenntnisse und die beruhen ja häufig auf psychologischer Forschung, dann getriggert werden. Ja, das ist legitim, dass Unternehmen das machen. Ja, jetzt haben wir hier eine Frage,
wegen unethischem Nudging. Wie kann Gesellschaft sich vor dem Einsatz von Nudging für unethische Zwecke schützen, beziehungsweise diese gut erkennen und wie sollte darauf reagiert werden? Tja, also das ist ja erstmal, muss man ja festlegen, was ist eigentlich unethisch und wenn dafür genudged wird, also kommt eigentlich das davor, was die Tatsache, dass es da etwas gibt, was unethisch ist, ich überlege gerade, was das wäre. Mhm. Ja, also das ist natürlich eine große Debatte. Ist es zum Beispiel schon unethisch, Verbraucher jetzt zu übermäßigem Konsum verleiten oder die Produkte eben so zu gestalten, dass sie nach kurzer Zeit schon kaputt gehen? Ja, das ist gut. Mhm. Ja. Klar, also das eine wäre übermäßiger Konsum, würde ich erstmal sagen, das ist eine ganz schwierige Debatte. Mhm. Wer entscheidet eigentlich für uns, was übermäßig ist? Mhm. Und da wahrscheinlich haben wir schon unterschiedliche Voraussetzungen oder Vorstellungen davon, was ist jetzt übermäßig und was ist noch okay. Mhm. Aber was Sie richtig sagen, ist also diese, fällt gerade der Begriff nicht ein, also das ist ja ein Klassiker, diese... Planned Obsolescence. Genau, Obsolescence. Diese praktisch voreingestellte Situation, dass vor allem bei technischen Produkten dann, dass die Glühbirne eben kaputt geht. Ja. Was wir erkennen von technischen Produkten, das ist sicherlich in gewisser Weise unethisch. Mhm. Da müssen Ethiker sicherlich nochmal genauer gucken, ob das jetzt die richtige Einschätzung ist. Aber es ist jedenfalls etwas, was gegen das, was wir uns grundsätzlich als guten Verbraucherschutz vorstellen, wirkt. Und da gibt es natürlich, da wäre jetzt die Frage der Politik, wie kann Politik eingreifen, um das zu verhindern? Das ist natürlich ganz schön kompliziert, wenn Sie neue Produkte haben. Wer will jetzt nachweisen, dass das also bewusst eingebaut wird und dass man es anders hätte bauen können? Wenn das der Fall ist, kann man natürlich entsprechende Regulierungen schreiben. Und das wären dann klassische Geh- und Verbote. Das hat dann eigentlich nichts mehr mit Nudging zu tun, sondern das ist dann ein ganz klare Vorgehensweise, ein Instrumenteneinsatz sozusagen in der höchsten Intervention. Mhm. Und wenn man das machen könnte, wäre das sicherlich das Beste, was möglich ist. Ja, Sie haben eben schon erwähnt, man müsste einen Ethiker jetzt noch dabei haben. In Ihren Schriften schreiben Sie ja auch, das ist ein multidisziplinäres Feld. Mit wem arbeiten Sie denn zusammen, wenn Sie schreiben oder wenn Sie, damit Sie einen großen Überblick haben und keinen Aspekt vermissen? Ja, also die Fragestellungen, die ich verfolge, die zielen eigentlich immer auf das Verständnis davon ab, wie politische Akteure jetzt sich verhalten, wie das sich in der Politik niederschlägt, was das bedeutet für Politik. Insofern, solange ich diese Fragen stelle, die beziehe ich mich dann, die sind für mich interessant. Welche vor allem, das ist sehr spannend, welche machtvollen Interessen haben hier Einfluss und verhindern vielleicht ein bestimmtes Vorgehen, verhindern den Einsatz bestimmter Instrumente, obwohl die effektiv sind. Das ist das, was mich interessiert und das kann ich dann tatsächlich auch beantworten aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, aber Sie haben ganz recht. Ich bin immer im Austausch auch mit anderen, mit Verhaltensökonomen, aber ich finde es eigentlich auch sehr spannend, dass man dann das Feld öffnet und die Sozialwissenschaften müssten eigentlich viel stärker werden aus meiner Sicht, auch Soziologen breiter Sozialwissenschaftler. Bisher besetzt das Feld sehr stark die Verhaltensökonomie und Verhaltenspsychologie. Was mich jetzt sehr stark interessiert, ist dieser Bereich, auch der Public Health zum Beispiel. Und da gibt es dann unterschiedliche Disziplinen, nochmal Unterdisziplinen, Epidemiologen zum Beispiel oder andere Public Health Forscher, die dann da interessante Erkenntnisse liefern. Aber ich individuell arbeite eigentlich am liebsten mit einem Kollegen zusammen, der auch Politikwissenschaftler ist und auch eine soziologische Basis hat. Und insofern fokussieren wir dann häufig erstmal die Perspektive. Ja, vielleicht ist ja Bildungswissenschaft auch ein Bereich. Jedenfalls legt das Gerhard Becker nahe. Das ist die letzte Frage. Mhm. Welche Rolle könnte praxisbezogene Bildungsarbeit, zum Beispiel in Schulen mit Nudges, zur Verhaltensänderung in der Schule und im sonstigen Alltag führen? Mhm. Also ich bin sehr dankbar für die Frage, weil es nämlich noch eine andere Diskussionen gibt um das Nudging von auch tatsächlich sogar Verhaltenspsychologen, die sagen, man braucht nicht das Nudging, sondern das sogenannte Boosting.
Und Boosting heißt, wir befähigen die Verbraucher, wir befähigen die Menschen dazu, sinnvoll Entscheidungen zu treffen. Und genau dieser Aspekt, man muss informiert sein, man muss es auch einüben, einen bestimmten Umgang mit Informationen zum Beispiel oder mit dem Umgang mit Entscheidungsarchitekturen. Und im Grunde sind wir dabei der Antwort. Also sicherlich ist das ganz sinnvoll, wenn man diesen Aspekt auch noch mit einbezieht, dass man dann zum Beispiel auch sehr aufmerksam sich in seiner Alltagskonsumwelt verhält. Und ich erinnere mich selber daran, was interessant ist, dass wir sogar in der Schule, was jetzt schon lange bei mir zurückliegt, auch darauf hingewiesen wurden, dass man natürlich im alltäglichen Einkaufen immer auch manipuliert wird durch Werbung, durch bestimmte Produktgestaltungen. Und wenn das der Fall ist, dass das in der Schule auch vermittelt wird und eine bestimmte Form des Umgangs mit Informationen und mit ja, im Grunde mit bestimmten Triggern, dann ist das sicherlich sehr hilfreich. Ja, ja, gut. Vielen Dank. Das war ein gutes Schlusswort gewesen. Mhm. Wunderbar, dass Sie bei uns im Studio waren, dass Sie so viele Fragen beantwortet haben. Vielen Dank auch an unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, die all diese Fragen gestellt haben. Ich möchte nun noch an den nächsten Vortrag erinnern. In 2 Wochen wird er stattfinden, am 16. Dezember, dann wieder zur gewohnten Zeit um 7 Uhr. Dann wird hier Professor Dr. Andreas Kubik-Bolters die Frage stellen, gibt es eine Klimareligion? Wenn Sie das auch wissen wollen, seien Sie in 2 Wochen wieder hier. Und mein Kollege Professor Dr. Chadi Tuma wird dann die Moderation leiten. Bis dahin, macht's gut, machen Sie es gut. So, wir können jetzt noch ein bisschen Smalltalk machen, das wird noch etwas übertragen und dann sieht es etwas lockerer aus. Ja.